Ja, alle Türen müssen immer verriegelt sein, bis die nächste sich öffnet, dass niemand ausbrechen kann. Oder einbrechen. Einbrechen geht wahrscheinlich. Ach nein. Wer hätte es gedacht? Hey! Willst du wohl aufhören? Hörst du jetzt auf? Ich tue dir nichts. Wer sind Sie? Mein Name ist der Witt. Booker the Witt. Ich soll dich hier rausholen. Gehen Sie weg! Sind Sie echt? Nee. Ziemlich echt sogar. Was ist mit deinem Finger passiert? Kommt. Sie müssen gehen. Warum? Er darf Sie auf keinen Fall hier sehen. Kleinen Moment noch, ich ziehe mich gerade an. Ich kann dich hier rausbringen. Man kommt hier nicht raus, glauben Sie mir. Ich hab's versucht. Jetzt warte doch, es reicht. Wie wär's damit? Was ist das? Damit kommen wir hier raus, nicht wahr? Was soll... Geben Sie das her. Das hier. Er ist eine Jungfrau in Gold, oder was? Die goldene Jungfrau. Was ist jetzt passiert? Ach so. Entkomme aus der Statue. Was sind wir denn drin? In der Freiheitsstatue, oder was? Boah! Er passt auf, dass ich nicht hier rauskomme. Das wird sich zeigen. Alter, alter, alter. Wer sind Sie? Booker the Witt. Immer noch. Ist ja mal geil. Bin schon unterwegs. Ich bin schon unterwegs, Lady. Alter, was ist hier los? Hol den Aufzug! Wieso? Was? Drück den Knopf! Was ist denn hier los? Haben mich beobachtet? Die ganze Zeit? Warum? Warum hat man mich hier reingesteckt? Was bin ich? Was bin ich? Du bist das Mädchen, das aus diesem Turm hier rauskommt. Alter, was sind das? Hat gerade der Fahrstuhl ge... Alter. Hier eine Mordsatmosphäre. Ja. Sei vorsichtig, Elisabeth. Erkennen Sie meinen Namen? Nicht jetzt. Ich kenne ihn, weil ich alles kenne. Uah. Alter. Die Treppe runtergeschmissen. Geil. Türen sind immer gut. Weg da, lass mich mal. Vor allem, wenn sie nach draußen führt. Ach, hey, Mini, was war das? Ich glaube, hier wird es hässlich. Oh oh. Der hat hier alles auseinandergenommen. Ach, das Ding ist es. Oh, mal schön in der Mitte durchgeschnitten. Alter, was wie geil, ey. Kracht es zusammen. Ach du Scheiße.
Alter, was ist das? Ach, das ist das Ding. Alter. Klopf, klopf, wer ist da? Schon wieder hier in diesem Tagtraum. Total verstörend hier ist das Spiel. Bringen Sie uns das Mädchen und tilgen Sie die Schuld. Du bist doch das Mädchen. Was wollt ihr von ihr? Wir hatten eine Abmachung. Sagt mir, was ihr von ihr wollt. Öffnen Sie diese Tür. Sofort. Wollt ihr ihr was antun? Sagt, was ihr vorhat. Privatdetektiv ist das, glaube ich, oder? Er führt Untersuchungen zu öffentlich oder auch privat. Alles in Ordnung? Wo bin ich? Wieder unter den Lebenden. Hier, Moment. Es geht schon. Sie wären fast ertrunken, Sie. Ich sagte, es geht schon. Ich brauche nur einen Moment. Hören Sie das? Das ist Musik. Geh nur, ich muss nur... Okay, ich bleib nicht lang. Ich bleib nicht lang, Mr. DeWitt. Alter, wo bin ich jetzt? Wo zur Hölle? Munition für Maschinengewehr ist voll, ja sowieso. Aber wir haben ja auch nichts mehr. Die Kräfte sind auch nicht da. Und die Salzanzeige ist auch weg. Hey, halt! Ich suche eine junge Frau. Weiße Bluse, blauer Rock, braune Haare. Ich glaube, wir sind hier überhaupt nicht mehr in Columbia, oder? Alter, wie haben die das hingekriegt in eine fliegende Stadt, ein Meer? Mit Strand. Hey, ich suche eine junge Frau. Wäre nicht Puder, ja. Habt ihr eine junge Frau gesehen? Blauer Rock, dunkles Haar? Unser Geld haben wir noch. Ich habe keinen Schimmer, wo wir hier sind. Richtig geil hier. Ich möchte hier bleiben. Setzen wir uns hier zur Ruhe, oder? Comstock's Personal Airship. First Ladies Aerodrome. Krass. So eine Art Air Force One. Der Prophet hat irgendwie alles. Oh, ein Kinetoskop. Battleship Bay. Battleship Bay, William R. Forman. Ja, super Video. Da passiert hier noch was? Das war's. Sehr schön. Sardinen. Jetzt ist die Frage. Gut, da unten ist glaube ich ein Voxophon gewesen, wenn ich mich nicht alles täuscht. Ich will nur einen fairen Lohn für meine Arbeit. Was machst du denn für eine Arbeit? Gar keine.
Schade, dass hier nicht so wirklich was ist. Nicht hier. Ich kann ihn auch nicht schlagen. Nicht hier, macht er. Oh. Gut, Kohle. Gut, Kohle, Kohle, Kohle. So, dann gehen wir wieder mal auf den anderen Strandabschnitt. Die Zeiten ändern sich. Die Leute wissen nicht mehr, wo sie hingehören. Wem sagst du das? Mich hat er noch nicht. Ach, wie schlimm. Oh, sind die hier rassistisch? Vielleicht sollten wir beide einen Spaziergang machen. Ich gehe doch nicht mit dir. Vielleicht solltest du dich verpissen und du kommst mit mir spazieren. Ich weiß, was du für einer bist. Salz. Was? Salz, Salz, Salz. Ich weiß zwar nicht, für was ich das ganze Salz jetzt aufhebe. Ich weiß nicht mal. Ich habe hier keine Fähigkeit. Irgendwie kommt es mir so vor, als wäre ich jetzt einfach in... seht ihn euch an, Ladies. Wirklich ein Jammer, dass dem keine eine hübsche Badehose kauft. Kauf mir doch eine. Wenn ich hier in einer anderen Welt bin, was ist hier los? Ach, Bier trinken. Wo ich keine Fähigkeiten habe, das könnte doch sein, aber ich weiß es nicht genau. Stark! Tut so, als Betteln verboten, Kumpel, hast du die Schilder nicht gesehen? Ich werde dich heiraten. Den Spruch kenne ich schon. Den Spruch kenne ich schon. What? Was war das? Achso, Bier? Nein, Limonade. Ich wollte gerade sagen, hier in der Nähe vom Kind Bier zu platzieren ist auch sehr gut. Da oben wird getanzt. Vielleicht ist... Hey, Kleine. Ach, da ist sie, ja. Kleine. Ich mach sie gleich auf mich aufmerksam. Boah, geil sieht sie aus. Wahnsinn. Hey, hör auf damit. Hey, Kleine. Kleine. Elizabeth. Hallo. Oh, das ist wundervoll. Tanzen Sie mit mir, Mr. DeWitt. Ich tanze nicht. Ich tanze nicht. Wieso? Was könnte schöner Weil ein Gangster sein? Nicht tanzt. Naja. Wie wär's mit Paris? Paris? Wie? Ich verstehe nicht. Wie kommen wir dorthin? Naja, dieses Luftschiff fliegt dorthin. Aber wenn du lieber weiter tanzt... Nein, gehen wir. Kommen Sie. Los. Jetzt auf der Stelle. Ist das eine Frohnatur hier? Könnte ziemlich nervig ich werden. Frei. Kaum zu glauben, aber wahr. Diese Alte. Oh, riechen Sie das? Ja, ja, ich rieche Strand, Sand und Schweiß von hier irgendwelchen Aerodynamiken. Für gewöhnlich anders. Nicht so künstlich, ne? Du musst Elisabeth bei Kämpfen nicht beschützen. Sie kann auf sich selbst aufpassen. Das ist eine gute Meldung. Das ist eine sehr, sehr gute Meldung. Mr. DeWitt, Comstock. Hab von ihm gelesen. Es heißt, er kann in die Zukunft sehen. Gibt man einem Mann Macht... hält er sich gleich für den Größten. Er gefällt mir nicht. Was gefällt dir nicht am Propheten? Sein Blick? Können wir gehen? Was bist denn du für einer? Mir gefällt alles... Mir gefällt gar nichts an diesem Propheten. Vor allem, dass er mich versucht immer zu töten. Hier.